Mein Name ist Dieter Wolf, ich bin hier und das ist immer ganz toll, deshalb bin ich ganz stolz drauf. Der Name heißt immer Abteilungsleiter der Verpflegungsbetriebe im Studentenwerk Oberfranken. Also das beinhaltet im Grunde genommen das ganze Handling oder Management kann man es auch nehmen, alles was mit Essen und Verpflegung zu tun hat im gesamten Studentenwerk Oberfranken. Also wie gesagt von Amberg, Weiden, Münchberg, Hof, hier in Bayreuth und es sind ja mehrere, jetzt neue, Kulmbach und Gronach und in Coburg sind wir auch noch. Ich war ein relativ schmächtiges, es geht gut, jetzt bin ich heute auch noch nicht sehr füllig. Und ich hatte noch einen älteren Bruder, der war ein bisschen kräftiger und der war auch zu Hause immer, wenn mein Vater irgendwelche Reparaturen zu machen war immer mein Bruder zuständig und ich habe schon eigentlich immer dann eher mehr meiner Mutter im Haushalt geholfen. Ich habe dann einmal ein Praktikum in der Küche gemacht mit 15 Jahren und dann habe ich halt auch gesehen, dass die Service, die Kellner, die waren dann da ein Stück angezogen und waren ein bisschen so, ach, dann könnte ich mir eigentlich auch vorstellen. So, bitteschön, guten Appetit. Danach habe ich im Service gearbeitet und dann habe ich einfach Anfang der 80er Jahre den Mövenpick-Konzern für mich entdeckt. Den kann man mit dem heutigen nicht mehr vergleichen. Ne? Damals war ja noch der Firmengründer, das war ein Schweizer, der Uerli Prager, der war ja noch der Inhaber. Und der wollte die Nobelgastronomie der normalen Bevölkerung nahebringen. Und das hat mir natürlich in die Karten gespielt. Jetzt brauchte man da jemanden, der nicht so steif da steht mit dem Ding da rum, sondern der auch ein bisschen kommuniziert mit den Leuten macht. Und das, da ging es dann halt schlagartig bei mir bergauf. Na, das wurde dann honoriert. Es waren ja dann auch immer, gerade so Konzerne, die schicken ja immer dann so verdeckte Tester in die Restaurants, und das einfach zu machen. Und da habe ich eigentlich immer positive Resonanzen gekriegt, wurde auch oft dann auch geehrt, dann immer mal wieder so. Und dann halt auch mal von denen gefragt, ob man sich's vorstellen könnte, so langsam mal die Karriereleiter nach oben zu klettern. Ne? Mövenpick hat Anfang der 80er Jahre unheimlich expandiert. Ne? Ich habe in Mövenpick in Neu-Ulm angefangen, dann war die Neueröffnung des Hotels in Münster am Aasee, da war ich 2 Jahre und dann war ich in Berlin. Muss mal aufpassen. Ich neige immer ein bisschen zu schnell zu fahren. Das war 1,5 Jahre und dann bin ich ins Ruhrgebiet gegangen. Ich war erst in Wuppertal, dann in Dortmund und da war ich dann schon Restaurantleiter. Dann ging es dann schon ein bisschen mit aus. Naja, und dann kamen natürlich auch dann meine 2 Kinder zur Welt. Das heißt dann auch, das musste man mit Familie auch so ein bisschen immer kompatibel machen. Und dann hat sich das für mich eigentlich einmal der nächste Schritt aufgetan, dass man einfach mal sagt, okay, wo gehen wir denn hin? Und die Systemgastronomie, die hat mich ja eigentlich dann schon immer interessiert. Gemeinschaftsverpflegung, Systemgastronomie hat mich schon immer interessiert. Und dann natürlich einmal dort reinzuschnuppern, wer der Marktführer ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass er der Marktbeste ist, das ist natürlich McDonald's. Ne? Und da habe ich dann, da war ich schon Mitte 30 ja, oder 34, da habe ich eine 3-monatige Managerausbildung gemacht. Wie funktioniert es mit der Kasse? Ja? Okay. Ja. Sehr gut. Okay. Dann habe ich, weil ich wohne ja in Weißmain, das ist Richtung Lichtenfels, ne, zwischen Kulmbach in der Ecke, da habe ich damals, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gab es diesen Bauerversand, der jetzt zur Otto Group gehört. Und die haben in Alten Kunstland ein riesiges Kaufhaus gehabt, wo Sammelbesteller mit Bussen hingekarrt wurde. Und das war ein Caterer drin und der hatte damals jemanden gesucht und da habe ich mich drauf beworben und auch die Stelle bekommen. Und da habe ich dann auch tatsächlich auch mal langsam auch Zeit gehabt, mir meine sportliche Ader auszuleben, die ich ja bis dato so gar nicht kannte. Der Geschäftsführer von damals von der Otto Group, der war Schirmherr von dem ersten, dieser damals logischerweise Bauer-Triathlon, und mittlerweile ist es Regiomed, der da in der Region gemacht wurde. Die ersten habe ich nicht und beim zweiten habe ich bei einer Staffel mitgemacht und seit 2003 bin ich dann da immer am Start und dann habe ich gemerkt, wie mir das ja auch liegt. Gut, schwimmen, das musst du überleben, ne? Irgendwie. Ich bin jetzt einfach nicht der Top-Schwimmer, aber das Feld von hinten nachher aufzurollen macht auch viel mehr Spaß, als wenn sie dich alle überholen nachher dann. Ne?
Ja, und das habe ich dann halt immer mehr ausgeweitet. Also im Grunde genommen alles, was mit Triathlon zu tun hat, Schwimmen, Radfahren, Laufen, das, wenn dann einzelne Wettkämpfe sind, mache ich die dann auch über. Und ich habe das jetzt richtig eingelegt. Und dann war hier damals im Frühjahr 2009 die Ausschreibung. Und darauf habe ich mich beworben. Ich wurde dann eingeladen. Ich habe mir eigentlich nie so richtig was dabei gedacht. Kurze Zeit später kam dann ein Brief, dass sie eine zweite Begehung oder zweites Treffen haben wollen. Dann habe ich mir das hier alles angeschaut. Dann haben sie nochmal gefragt, kannst du dir das vorstellen und so weiter und so fort. Oh, sag ich, ja, warum nicht? Logisch, ne? Und dann hat es tatsächlich geklappt. In der Regel fange ich um 7 Uhr an und eigentlich höre ich zwischen 3:15 und 4 auf. Also das ist so der ganz normale Wahnsinn, sage ich einmal. Und wenn ich komme, ich sage mal so, so einen richtig strukturierten Tag kann ich nicht haben. Also ich schaue dann einmal schon mal, schalte die E-Mails an, gehe einmal mal durch. Dann, wenn das Telefon um 7 schellt, heißt das eine Krankmeldung. Wenn das ein Fahrer oder sonst irgendwas ist, dann geht die Diskussion schon wieder los. Wer macht was? Vor Weihnachten zum Beispiel habe ich zeitweise Kulmbach und Kronach gefahren, weil keiner mehr da war. Ne? Also das, oder dann kommt dann mal der Küchenchef von der Mensa und sagt, Wolf, haben Sie eine halbe Stunde Zeit um 11 Uhr? Wir haben niemanden an der Ausgabe, bis die Aushilfe kommt. Dann muss ich halt dann mal gucken, habe ich Zeit, mache ich ja, sprich ein. Das mache ich aber auch gerne, muss ich immer dazu sagen. Und was halt immer ist, du musst halt immer Ansprechpartner sein. Hektisch, wie ich es ja immer so sage, das gibt es bei mir nicht. Ich meine, dann, wenn natürlich hier drei stehen und es bimmelt und so, dann muss ich sagen, so, pass mal auf, ist das jetzt wichtig, lass mich mal das und zack, zack, zack. Das geht dann schon immer irgendwie, man muss das halt abarbeiten und sich halt nicht ja, aus der Ruhe bringen lassen. Ne? Ich sage immer, letztendlich muss die Nerven behalten. Wenn ich es jetzt dieses Jahr noch bis im September aushalte, habe ich 50 Jahre meines Lebens in der Gastronomie gearbeitet. Wie heißt das alte Schöne immer, da muss ich wieder sagen, der Mensch denkt, Gott lenkt. Große Pläne weiß man immer nie. Man muss das auch ein bisschen alles auf sich zukommen lassen.